Hallo aus dem sommerlichen Straßburg. Wir hatten in dieser Woche hier im Europäischen Parlament eine sehr heftige politische Debatte und anschließend eine sehr, sehr enge Abstimmung um das sogenannte Renaturierungsgesetz der Europäischen Union. Und natürlich ist es richtig, Biodiversität zu erhalten, auch Naturräume zu schützen und wiederherzustellen. Aber ich glaube, dass es auch richtig ist, dass der Landschaftsschutz, die Zuständigkeit für Landschaftsschutz im Rahmen unserer Südtiroler Autonomie bei unseren Gemeinden bleibt und beim Land Südtirol bleibt. Und wir haben keinen Bedarf, die Zuständigkeit für Landschaftsschutz von Südtirol nach Brüssel zu verschieben. Ich habe deshalb bisher gegen diese Regelung gestimmt und ich hoffe, dass es nun gelingt, mit dem Rat eine Lösung zu finden, sodass unsere Zuständigkeiten auch in Zukunft gewahrt bleiben. Ich hatte in dieser Woche hier im Europäischen Parlament eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten aus Südtirol zu Gast. Wir haben uns auch im Parlament mit Journalismus beschäftigt. Und zwar wollen wir eine effiziente Regelung in Europa gegen Slaps auf den Weg bringen. Da geht es darum, dass Journalisten nicht Angriffen ausgesetzt werden dürfen, die ihre Arbeit, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken können. Dann hatten wir zwei Geburtstage zu feiern in dieser Woche. Die Europäische Volkspartei, der ich angehöre, ist 70 geworden und die Europäische Parlamentarische Gesellschaft, der ich seit 9 Jahren jetzt als Präsident vorstehen darf, ist 40 geworden und wir haben in einem Sommerfest am Mittwochabend hier diesen Geburtstag gebührend gefeiert. Für uns war das die vorletzte Parlamentswoche vor der Sommerpause. Nächste Woche werden wir dann noch in Brüssel sein. Ich werde dann für eine Woche mit dem Agrarausschuss nach Israel fahren und dann geht es in die Sommerpause. Ich wünsche euch allen einen wirklich schönen Sommer. Viel Erholung.